So, willkommen beim zweiten Teil in Blood Bowl, in dem ersten Ligaspiel. Zweite Halbzeit. Erste Halbzeit war ja... lief gut und dann habe ich einen Fehler gemacht und der hat mir das 1-0 beschert gegen mich. Jetzt schauen wir, wie die zweite Halbzeit stattfindet. Habe ich das so? Ist das so, wie ich das will? Weiß ich gar nicht. Oh, der hat aber auch weniger Spieler jetzt auf dem Feld. Ich habe nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler von 11. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe noch alle 11 Spieler. Tja. Ich glaube, den schützen wir mal. Nee, lass das so. Der kommt da nicht durch. Lass mal hier hin, dass der ein bisschen geschützt ist, der Goal, weil der ist wichtig. Perfekte Verteidigung. Der Coach des anstoßenden Teams ist besonders fähig und kann seinen Spieler neu organisieren. You know, I may actually say something witty. Kann er das? Just waiting for the players and the coach to do something. Er wird jetzt aufs Maul kriegen. So. This player likes to be well assisted. Bleiben. Zack, K.O. Ja. Zack. Auch auf die Fresse. Folgen. Smack. Der kriegt. H. Dahin. The ball is currently secured, but now they must grab it. Dann gehen wir hier hin. Dann kann ich mit dem blitzen. This is going to be decisive. Dorthin. Dorthin. A loose ball is a dangerous ball. Komm schon, 50% aufheben. Komm schon, heb ihn auf. Yes, nice. Okay. Nee, ich bleibe hier. Gut beenden. Those players are very close. Die Spieler stehen dicht zusammen, das riecht nach einer Schlägerei. Richtig.
Dreimal ausgewichen. Habt ihr das gesehen wieder? Hit stuff. Okay. Den hauen wir erstmal um. Big goons that get together and fall on you. It can really hurt. Lähmt. Bam. Dann gehen wir dorthin. Dem. Den um. Mano. Und wir wollen dahin. Mit dem. Ich versuche jetzt so rumzulaufen. They're getting up close and personal, Bob. You need to be close. So close they can smell your breath and see the dead insects in your teeth. Jetzt danach noch eine Runde gelähmt. Ich versuch's. Dahin. That's a holding maneuver, if ever I saw one. Dahin. Witzig. Dem Dicken. Will nicht down gehen. Schön blocken. Ja. Der kann fangen. Kann auch fangen. Wir hauen den jetzt um. That player was about to get punched above and below the belt at the same time. Der wird jetzt. Der bitte K.O. Irgendwas. Mist. Dann gehe ich mit dem einfach erstmal. Nein! Oh, dass die immer so ausweichen können. Und viel. Tackle some. Should be good. Der muss geblitzt werden, da hinten. Zumindest mal.
Wohin kann der denn? Das Safe ist dahin. Dann gehen wir da erstmal hin. Und decken den erstmal. Den hauen wir jetzt um. Come on, guys. Together. Oh, das gibt's doch nicht. Folgend. Naja. Der läuft dahin. Aber der haut den jetzt um. Gut. Nein. Und der bleibt dort. Zack. Das Maul! Den. Nein. Den hier laufen nämlich jetzt erst dorthin. The fall is secure. Can the other team steal it away? Mit dem. Habe ich dahin. Smells like a good old-fashioned fight. Okay, da kriege ich noch zwei Würfel. Lauf ich mit dem da hin, hau den jetzt noch um. They're gathering around that lone player, like halflings round a sandwich. Kann der 1, 2, 3, 4. Wie viele kann der laufen? 8! Den hau ich aber noch um. They're getting up close and personal, Bob. You need to be close. So close they can smell your breath and see. Alter! Insects in your teeth. Die haben aber auch Würfelglück. Das ist da halt zu. Kann der mit dem. Klar, dass er jetzt mit dem Blitz. Put pressure on the ball. Ich glaub's nicht. Der hat aber auch ein Glück. Oh, ist er hingefallen. So. Not up to much today. Oh, oh, kann er den Ball... Ernsthaft? Er fängt ihn einfach. Okay. Aufstehen. Du wirst jetzt gebasht. So. Gibt's erstmal auf die Mütze. Jetzt, wo ist der Ball? Dort. Ich tue auf die Mütze. Nicht aufheben.
Hier kann ich auch blitzen. Ich werde den jetzt erst nochmal dorthin stellen. Diesen dorthin stellen. Den werde ich den umhauen. Den werde ich den umhauen. Den blitze ich. So. This is going to be decisive. Zack. Folgen. Bam! This player likes to be well assisted in a fight. Bam! Dezimieren das Team. Unity is strength. Bam! Du hebst jetzt den Ball auf. Forget the ball. Just try dishing out a few whacks. Glaub's nicht. Reroll verkackt. Ich habe nur noch 4 Spieler auf dem Feld. Scooping up the ball with the opponent so close. Er hat den Ball einfach aufgehoben. Okay, dann kriegst du jetzt wieder aus dem Maul. So. Pressure gathering. Get next to the ball carrier so you can block him. And if that doesn't work, stab him in the face. Okay. Wir hauen jetzt. Gehen wir nochmal zu dem. Dann hauen wir mit dem den um. So. Is the assist gonna be enough to come out on top? Folgen. Gelähmt. Sehr gut. Dem hauen wir den um. Ah, ich hab Blocken, oder? Ja, sehr gut. Zack. Mit dem blitz ich. Boah, 4 Stärke jetzt. Der kriegt jetzt aufs Maul. Yes. Nope. Du hebst jetzt den Ball auf. Sehr gut. Und jetzt gehst du. Geh mal hin. Der kann 6 Felder laufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, der kann hier rum und dann blitzen. Wir gehen, machen auf sicher. Und gehen hier hin. Wieder.
alle aufstehen lassen. Ah, so, jetzt kriegt er wieder aufs Maul. That player was about to get punched above and below the belt at the same time. Oh, guck mal seine Bank an. Alle kaputt. So, der kriegt aufs Maul. Because two big guys is always better than one. With arms like tree trunks. Only going to be one result in that spat. Go ahead. Durch dahin. They're building a cage around the ball here. It's a solid tactic. Sehr gut, das ist doch. Dahin. Dahin. Gehe ich mit dem anderen Ghoul. Da nehme ich hin. Da müsste er einigermaßen safe sein. Dann kann ich in der nächsten Runde Touchdown machen. Und mit dem bleibe ich hier. Und dann kann ich vielleicht. Oh. Das natürlich. Da kann ich jetzt entscheiden, was er würfelt. Er konnte nicht mehr viel machen auch. Nee, dann spiele ich lieber ein Unentschieden. Weil ich kann jetzt nicht mehr in einem Zug einen Touchdown machen. Ich müsste jetzt einmal laufen, das ist 83%ige Chance, dass das... Aber ich könnte natürlich... Nee. Dann lasse ich das auf Unentschieden auslaufen. Dann smack ich den jetzt nochmal ein bisschen. Together. Oh, verletzt. More pain for that team. Their pain is our gain. Ich habe die Elfen ziemlich dezimiert, muss ich sagen. So, der kriegt auch nochmal aufs Maul. So. Zack, K.O. Ich kann es natürlich versuchen. Weißt du was? Ich
gehe das Risiko jetzt ein. Ich will wissen, was passiert, wenn... Noch ein Wiederholungsversuch. Zwei Spieler, ey. Komm schon. Touchdown! Yes! So. Alle verletzt. 2 K.O. Einer K.O. bei mir. Sie haben noch 2 Spiele. Noch ein Zug. Ja, da würde ich sagen. Stellen wir die mal alle so. Den stellen wir mal. Stellen wir den mal da hin. So, Einstellung bestätigen. Skandale. Beide Mannschaften gewinnen einen Zug. Position surrounding that player. They need to be very careful. So, den blitzen wir mal. 2 Züge. Now's the time, Jim. One of the teams gotta play hitting up their collective. Then they need to action it before time runs out. Ich kann noch einen Touchdown machen. Komm schon. Yes! And now the opposing team has paid the price. Ich gehe einfach dafür. Ich gehe den mit dem vor. Ich habe noch einen Zug. Ich glaub's nicht. Educated amongst you, that signifies a great feat of ineptitude. Oh nein. Ach Mann. Der Blitz jetzt. Scheiße. Warum? Das habe ich nicht gesehen, dass das.
Oh, ausweichen. Sehr gut. Okay. Was kann ich machen? Aufstehen. Ein Zug. Geh mit dem dort hin. Ich muss den jetzt blocken. Dann kann ich noch gewinnen. Ich habe 67% Ausweichchance und ich kann noch. Kann nicht mehr machen. Let's try it. Yes! Im letzten Zug 2-1 gewonnen. Nice! Das ist Blood Bowl. Es wird nie langweilig. Es ist immer alles offen. Oh Mann. Was ein Spiel. Was ein Spiel, Freunde. So. Kann ich mal bestätigen. Noch kicken und dann. Wir haben noch einen Zug. Mehr können die nicht machen. Jeder Spieler von Team Bright Feathers, der sich nicht in einer Tech-Zone befindet, kann auf das Feld bewegt werden, auf dem der Ball landet, wird sofern. Ja, ja. Ist jetzt eh vorbei. Da hinten ist der Ball, die kommen nicht mehr hin, die können nichts machen. Sehr schön. Oh, auch noch hingefallen. Tja. Das soll wohl nicht sein. Er macht natürlich noch einen Reroll. Aber das war's für ihn. Sehr schön. 2-1 gewonnen. Chaka. Geiles Spiel. Gutes Team. Sehr schön. 2 Touchdowns, 16 Rüstungsbrecher. Ja, das war mein erstes Ligaspiel in dieser Liga. Cooles Spiel. Da habe ich in der ersten Halbzeit diesen Fehler gemacht. Dann habe ich gedacht, es wäre vorbei. Aber im Blood Bowl ist es nie vorbei. Ja, sehr schön. 2 Todesfälle hat der Gegner. Die sind schön geschwächt für die Liga. So wollen wir das. Yes. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß beim nächsten Spiel. Macht's gut.